Begrüße Herrn Professor Dr. Fritz Rohde, erster Vorsitzender des Forums für Kunst und Kultur in Herzogenrath. Herr Professor Rohde ist als erster Vorsitzender verantwortlich für diese sehr in der Euregio sehr bekannte Institution für zeitgenössische Kunst und das darf man schon sagen, eine prominente und relevante Person im Kunstgeschehen der Euregio und auch darüber hinaus. Die Ausstellung hier in dem Forum für Kunst und Kultur in Herzogenrath, Rodebahnhof, wo dieser also wo Kunst das Forum beheimatet ist, zeigt in vielfältigen Ausstellungen sehr interessante und teilweise auch sehr bekannte Künstler, auch außerhalb der Euregio. Meine Frage an Sie ist, Herr Professor Rohde, bei diesem Ausstellungsgeschehen hier in diesem Forum, wo ich das Vergnügen hatte, schon mehrmals Gast sein zu dürfen, wie schaffen Sie das immer, diese interessanten Künstler, wie auch jetzt Dieter Krumbiegel, zu gewinnen und so interessante, aufsehenerregende Ausstellungen zu machen? Zunächst muss man sagen, diesen Verein, den gibt es jetzt im September, jährlich das 20 Jahre. Und das, was wir heute machen können, was wir heute ausstellen können, wen wir heute ausstellen können, das hat sich so langsam entwickelt. Also die ersten Ausstellungen, die ich organisiert habe, waren 2007. Also 19 Jahre bin ich sozusagen jetzt hier im Amt. War nicht so einfach. Da war wirklich immer die Frage, wer ist das überhaupt und was macht dieser Verein. Übrigens, dieser Verein, den sollte ich heute kurz nennen, der Trägerverein, ist das Forum für Kunst und Kultur. Und die Räume, die wir haben, das ist ein Kunsthaus, ein Ausstellungshaus nach dem Herzog, der hier mal regiert hat, Eurode, Eurode Bahnhof, ein ehemaliger Bahnhof, der irgendwann vor 2007 umgebaut worden ist. Also das war ein langer Prozess. Inzwischen geht das ganz gut. Inzwischen haben wir Anfragen von nicht nur Deutschland, sondern auch Niederlande und Belgien, auch schon von Frankreich, weil wir irgendwie im Laufe der Zeit denn doch etwas bekannter geworden sind. Also unser Image, finde ich, hat sich ganz gut entwickelt. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, um den ersten Dokumentarkünstler, den Herrn Nessler, hier auszustellen. Der war eher sehr zögerlich und inzwischen brauche ich ihn nur anzusprechen, der wird sofort wieder ausstellen. Oder Herr Bandau, das ist ein anderer Dokumentarkünstler. Also inzwischen habe ich allerdings auch, oder haben wir, ich bin ja nicht allein, es gibt ja noch ein paar andere Leute, die hier mitwirken und entscheiden, haben wir die, sage ich mal, großen Künstler, die wirklich bekannten Künstler von Aachen und der näheren Region, die haben wir alle schon ausgestellt. Ich kann Ihnen sagen, wir haben in 19 Jahren, solange ich das jetzt mache, an die 91 Ausstellungen gemacht. Und da noch eine ganze Reihe von Gruppenausstellungen dabei waren, kommt das ungefähr auf etwas um die 200 Künstler. Dazu muss ich allerdings noch sagen, das sind nicht nur alles gestandene, studierte Künstler, die meisten gehören natürlich in diese Klasse. Wir bemühen uns auch immer, Einfluss zu bekommen in die Umgebung, in die Bevölkerung. So machen wir seit einigen Jahren regelmäßig eine Ausstellung mit einem Gymnasium hier, Europaschule Herzogenrath. Und da sind dann auch gleich mal 30 junge Menschen hier mit ihren Arbeiten vertreten. So kommt es eben auf diese Zahl von 200 Ausstellern bei 91 Ausstellungen. Wir haben natürlich auch andere Institutionen, die wir ansprechen und auch überzeugen konnten, hier auszustellen. Zum Beispiel die Kunstakademie, Hochschule für Bildende Kunst in Düsseldorf oder auch in Maastricht. Kein Problem, wenn ich da jemanden anspreche, dann kommen die. Wir haben mehr Bewerbungen, viel, viel Bewerbungen, als wir hier bedienen können.
Zum Beispiel ist jetzt schon für das nächste Jahr alles ausgebucht und wir versuchen jetzt, oder wir sind dabei, das Programm für das Jahr 2020 zu erstellen. Also das ist ein langer Prozess. Und ich denke mir, und im Prinzip haben wir jetzt ein ganz gutes Image erreicht. In Herzogenrath ist ja nicht so viel Kultur. Und der Bürgermeister oder die Stadt Herzogenrath, die uns hier auch sponsert, die uns unterstützt, das Haus hier gehört der Stadt und wir bezahlen keine Miete. 10% der Betriebskosten ist alles, was wir bezahlen müssen. Die unterstützen uns, wo es geht. Und die wissen auch genau, warum sie das tun. Natürlich, ich denke, da ja auch das Forum für Kunst und Kultur auch eine überregionale, mittlerweile eine überregionale Bedeutung hat, profitiert natürlich die Stadt Herzogenrath ebenfalls davon. Sie sagten eben Image, dabei fällt mir wirklich ein, bei den Ausstellungen, die ich hier in diesem Hause besucht habe, habe ich also festgestellt, dass sie rege besucht werden, mit einer hohen Anzahl von wirklich kunstinteressierten Menschen, was natürlich dann aber auch gleichzeitig natürlich damit zusammenhängt, dass sie wirklich sehr professionelle und gute Künstler ausstellen. Das bedeutet also, sie kuratieren und sie wählen entsprechend, denn aus dem Himmel fällt so etwas nichts. Das kann sich ja jeder wohl vorstellen. Nun ist es so, Herr Professor Rode, ich stelle fest, dass Sie auch bei diesen Ausstellungen die verschiedenen Kategorien, so will ich das mal sagen, in der Kunst abbilden. Es können Installationen sein, es kann Malerei sein, es kann Bildhauerei sein, es kann Fotokunst sein. Legen Sie da besondere Schwergewichte oder ist für Sie einzig und alleine wichtig das Werk des Künstlers, der Künstler, der Sie interessiert, den Sie ausstellen möchten? Wie kann man das sehen? Also ein Auswahlkriterium ist die Herkunft. Wir haben hier so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind das Haus hier in der Region, das an der Grenze nach Belgien und Holland natürlich interregional und international tätig ist. Wir haben zum Beispiel ja auch mehrmals einen Kunstpreis, einen internationalen Kunstpreis ausgeschrieben. Das heißt, wir achten darauf, dass wir möglichst jedes Jahr einen Belgier und einen Niederländer oder eine Niederländerin dabei haben. Das ist ein Auswahlkriterium. Das andere, ja, das ist Qualität. Wir machen hier gelegentlich auch mal Workshops und diskutieren dann so Fragen, was ist eigentlich Qualität in der Kunst? Oder überhaupt ein anderer Workshop, den wir hier mal gemacht haben, lautete, was ist Kunst? Und da haben wir natürlich die Experten zusammengerufen und sind natürlich zu keiner Antwort gekommen, das ist klar. Auch bei der Qualität ist das etwas, das merkt man irgendwie, aber man kann es nicht aussprechen. So frei nach Wittgenstein, nicht? Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Über Kunst kann man eigentlich nicht viel sagen. Kunst ist dazu da, dass man sich das anschaut, also bildende Kunst, oder auch anfasst, was für die Plastik gilt. Darüber zu reden, ist wirklich schwierig. Und deswegen kann ich Ihnen auch nicht beantworten, was genau unsere Entscheidung beeinflusst. Wer hier ausstellt, das müssen, ich sag mal in Eckchen, richtig gute Arbeiten sein. Und natürlich auf der Höhe der Zeit, also zeitgenössisch. Obwohl, also die vorletzte Ausstellung war eine Sonderveranstaltung, nur einen Tag lang. Das war eine Ausstellung mit dem Thema Retro-Kunst. Also natürlich auch das soll man mal, dafür soll man mal offen bleiben. Also nicht so einfach zu entscheiden. Wir haben jedenfalls viel, viel, viel mehr Bewerber, als wir ausstellen können und auch ausstellen wollen. Herr Professor Rode, ich danke für dieses Gespräch und finde, Sie haben sehr anschaulich das Forum für Kunst und Kultur dargestellt, aber auch dann Ihre Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch. Nicht zu danken.